Es ist das Spiel, wofür sich das tägliche harte Training lohnt. An das man denkt, wenn man Gewichte stemmt, wieder einmal Krafttraining hat oder im Teambus kreuz und quer durch Deutschland fährt. Das Pokalfinale. Dieser Event ist der absolute Höhepunkt im deutschen Volleyballsport. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ein Traum wahr geworden. Wir stehen im Finale. Ich darf dabei sein und es ist eine riesige Freude. I'm so excited to go back, honestly. It was like the best experience of my professional career, so I'm excited to be back in Mannheim. 13.000 Fans in der SAP Arena in Mannheim verleihen diesem Spiel einen würdigen Rahmen. Seit 2016 findet hier das DVV-Pokalfinale statt. Davor war Halle Westfalen der Austragungsort. Und Allianz MTV Stuttgart ist Dauergast bei diesem Highlight. Zum dritten Mal in Folge steht Stuttgart im Finale. Dem Pokalsieg 2015 gegen Aachen folgte 2016 die dramatische Finalniederlage gegen Dresden. Dieses Mal ist der Schweriner SC der Gegner im Finale. Bevor sich die beiden Teams jedoch in Mannheim gegenüberstehen, gibt es diese Partie erstmal noch in der Bundesliga. Ich glaube, dieses Spiel ist auf jeden Fall schon ein Test für uns. Ich glaube, Schwerin gehört diese Saison zu Top 3 für die Meisterschaft. Wir gehören auch gerne dazu, so deswegen ist das schon ein richtig guter Test für uns. Wie gesagt, Pokalfinale ist natürlich immer ein spezielles Spiel. Es ist gut zu wissen, wie stark die schon sind und mal schauen. Sowohl im Liga-Gipfeltreffen als auch im großen Finale Ende Januar setzt Deborah van Dalen große Hoffnungen in die Unterstützung der Stuttgarter Volleyballfans. Ich glaube, dass auf jeden Fall wieder eine schöne blaue Wand dabei ist in Mannheim im Januar. Unseres Publikum hat uns schon im Halbfinale super geholfen, weil wir waren 2-0 hinten gegen Vilsbiburg und ab diesem Moment hat unser Publikum uns so super angefeuert. Das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, dass wir dieses Spiel doch gewinnen konnten. Und jeder hat natürlich gesagt, wir fahren auf jeden Fall mit nach Mannheim. Ja, ich glaube, auf jeden Fall kommen wieder riesen viele Leute aus Stuttgart nach Mannheim. Unabhängig, wie das Finale ausgehen wird, gefeiert wird in Stuttgart auf jeden Fall. Letztes Jahr haben wir den Pokal leider nicht gewinnen können, aber wir haben dann in Stuttgart auch eine ganz schöne Feier gehabt mit unseren Sponsoren und unsere Fans. Das war echt ganz schön und ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall wieder machen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine gute Party, wenn wir dieses Mal den Pokal gewinnen. Und diese große Stuttgarter Party soll dann am 29. Januar stattfinden. Alle Informationen rund um das Pokalfinale gibt es unter der eingeblendeten Homepage.